liebe MOBA und Eisenbahnfreunde. Heute kommen wir mal zu einer anderen Folge von Mittelstadt TV. Und zwar geht es darum, wir sind mehreren Interessenten angeschrieben worden, wie denn unser Ablaufbetrieb von unserem großen Ablaufberg, nach was für Kriterien wir das überhaupt machen. Und das möchte ich euch heute mal erklären und zeigen, allerdings nicht am großen Ablaufberg, sondern heute gehen wir mal zum kleinen R1-Berg. Aber den seht ihr gleich. Kommen wir erstmal zum Grundlegenden. Das Grundlegende ist, dass sämtliche Güterwagen bei uns Wagenkarten haben. Wir sind Mitglieder im FREMO und da wird das ja schon lange gehandhabt. Deswegen haben wir das auch hier für die Heimanlage übernommen. Sämtliche Güterwagen haben ihre Wagenkarten gekriegt und die sehen dann zum Beispiel mal so aus. Das wäre jetzt eine Rückseite mit Daten, Hersteller, Länge, Bild von dem Wagen bzw. Zeichnung und so weiter. Die Vorderseite beinhaltet bei uns die tatsächlichen, also 1:1 Daten, wie zum Beispiel auch wieder die Wagennummer, die Typbezeichnung, UIC, was für ein Wagen es ist, Länge über Puffer, Lademaße, entweder Ladelänge, Ladefläche oder Kubikmeter, in diesem Fall natürlich Kubikmeter, weil ein FC-Wagen ist. Und auf der rechten Seite seht ihr eine Tasche. In diese Tasche kommen dann Frachtkarten und dafür haben wir natürlich auch jede Menge. So, hier seht ihr jetzt mal eine Frachtkarte. In diesem Fall halt für den FC-Wagen wieder. Als Empfänger Essen Zollverein, Zeche Zollverein, Ruhle. Bei uns in diesem Fall Versender Kleinach. Das ist ja hier unser Nebenbahnhof. Und das ist die Firma Huber. So, das war eben die Frachtkarte. Und wie ihr sehen konntet, war diese farbig. Und zwar schwarz. Was ihr jetzt hier seht, eine Deutschlandkarte, die nach Farben unterteilt ist. Schwarz wäre in diesem Fall, logischerweise, wir haben ja von Gelsenkirchen geredet, oder für mehr Essen, schwarz ist das Ruhrgebiet. Und hier könnt ihr dann einfach mal sehen, wie denn diese Frachtkarten, die wir alle haben, unterteilt sind. Der Süden ist dann halt Bayern, Baden-Württemberg ist gelb, der Ostblock ist rot, Frankreich, Benelux und Rheinland-Pfalz grün, Hessen orange, wie gesagt Ruhrgebiet und auch der Kölner Raum, ne, ist ja nicht Ruhrgebiet, sonst gibt es ja wieder Ärger, schwarz. Und in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein ist blau. Und das, wie gesagt, sind die Kriterien, wonach wir ablaufen lassen können. Ja, jetzt habt ihr so die Hauptkriterien gesehen für unseren großen Ablaufberg. Wie gesagt, die Farben, um eine deutschlandweite Aufteilung zu haben. Dafür muss man natürlich dann auch wieder grundlegend erstmal festlegen, was für Rangierbahnhöfe fahren wir an. Und dementsprechend wird die Zugbildung an dem großen Berg gemacht. Das wäre zum Beispiel, wir fahren an Kornwestheim, Hagenvorhalle, Gremberg, aber heute will ich euch mal zeigen, wir haben ja noch einen kleinen Ablaufberg. Dieser kleine Ablaufberg ist für die Gruppenbildung da. Gruppenbildung brauchen wir für unsere NGs, die Übergaben. Dafür muss dann an dem kleinen Berg nochmal fein sortiert werden, damit das dann alles in der richtigen Reihenfolge rausgeht. Wie das aussieht, das zeige ich euch dann jetzt mal.
Ja, hier seht ihr nochmal eine schematische Darstellung der Richtungsgleise. Und was ihr da rot seht, das sind halt die vier Gleise, die am R1-Berg angegliedert sind. Und hier drunter können wir auch unsere DGs mal sehen, die wir halt als Ziel anfahren. Wie wir da sehen, DG Norden, Hagen-Vorhalle. Dann haben wir dreimal DG Süden. Einmal fahren wir Kreuztal an. Wir fahren Gremberg an. Und wir fahren Convestheim an. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die man sich vorher gut überlegen muss, um so einen Rangierbahnhof dem Original nach zu betreiben. Aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt eine Gruppenbildung führen, die NGs machen. Und für die Übergaben, das sieht dann noch ein bisschen anders aus. So, was ihr jetzt hier seht, sind dann unsere 7 NGs, beziehungsweise mit den Übergaben zusammen 7 Züge. Ich hoffe, ihr könnt das auch alle so gut erkennen auf der Kamera. Da haben wir einmal den NG Norden, wir haben die Übergabe nach Kleinach, wir haben den NG Süden, wir haben eine Übergabe nach Herscheid, das ist halt fiktiv bei uns im Schattenabbahnhof. Genauso wie Mittelstadt Osterhammer, Mittelstadt Hafen und Köbbinghausen. Und da geht es gleich drum, wir haben jetzt in Gleis 19 25 Güterwagen stehen. Die wollen wir dann jetzt gleich mal danach bilden, nach diesem Gruppenbildungsplan. Ja, liebe MOBA-Freunde, was ihr jetzt hier seht, ist der R1-Berg. Da ist die Weichenhafe. Wie gesagt, 4 Gleise sind angeschlossen. Und diese 25, beziehungsweise sind sogar 26 Wagen, wir müssen noch einen aussortieren, betrifft dieses Gleis. Das ist Gleis 19. Und ich habe mal eben schnell gerade durchgeguckt. So, jetzt seht ihr auch den großen Berg, der halt immer noch im Aufbau ist. Wie gesagt, ich habe auch gerade schon mal schnell durchgeguckt, die Frachtkarten. Wir müssen jetzt nur Osterhammer, Köbbinghausen und den Hafen bilden. Hier die Kohlewagen, die ihr jetzt gerade 2 Gleise daneben seht. Das ist schon die erste Gruppe für den Hafen. Die wurde schon zusammengestellt von der anderen Truppe. Ja, jetzt geht das los. Wir werden beim ersten Rangieraufwand 12 Wagen aufnehmen, weil mehr können wir nicht rausziehen. Sonst kommen wir nämlich auf die Steilrampe zu hoch, die wir ja hier haben für das Industriegebiet Mühle. Und da gibt es halt eine Richtlinie, dass man nur mit gewissen Achszahlen bzw. Tonnenzahlen da hochziehen darf. Und das wollen wir natürlich einhalten. Um euch das nochmal genau zu sagen, ich hoffe, die Kamera nimmt das genau auf. So, Moment. Da unten könnt ihr sehen, das geht also jetzt nach Osterhammer und ist die Gruppe 4. Und danach muss ich jetzt halt die Wagen aufteilen. Wie gesagt, wir müssen jetzt Hafen, Köbbinghausen und Osterhammer bilden. Und dafür schreibe ich jetzt erstmal die ersten 12 Wagen auf, so wie ich sie ablaufen lassen möchte. Damit ich die Reihenfolge schon mal vorher festgelegt habe. Und das sieht dann halt so.
So, jetzt habe ich die Wagen voll entkuppelt. Wir fahren nämlich die Roco Universalkupplung. Die kann man sehr schön voll entkuppeln, da wir an diesem Berg auch gar keinen Entkuppler eingebaut haben, muss das so gehen. Und das geht jetzt los. Ja, das war jetzt die erste Gruppe. Jetzt holen wir die zweite. Machen da auch wieder eine grobe Verteilung. Und danach geht es in die Fernverteilung. So, ich werde das Ganze mal eben zusammenschreiben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Ja, manchmal verhaken die Kupplung. Da muss man doch mal eben dazwischen gehen. Ja.
So, jetzt eine kleine Besonderheit, da ich mich eben ein bisschen vertan habe, muss ich die nächsten Kömminghausener, das sind 4 Wagen, die auch jetzt ins Gleis 33 müssen, runterbringen und kann sie nicht ablaufen lassen, da, wie ihr seht, das Gleis schon hier voll steht. Aber das ist ja auch kein Problem. Machen wir im Original auch oft genug. So, dann geht's wieder auf den Berg. Allerdings ist Gleis 17 auch schon so voll, deswegen bringen wir den Wagen für Gleis 17 auch noch runter. Na, da ist aber einer hängen geblieben. Also drücken wir den auch nochmal wieder an. Wie im wahren Leben. Thank you.
Jetzt haben wir die grobe Unterteilung für Köppinghausen, Osterhammer und den Hafen gemacht. Und jetzt geht es an die Feinverteilung. Das heißt also, wir nehmen jetzt das Gleis 17 nochmal uns an Band und werden dann das dann in die richtige Reihenfolge bringen. Mit Gleis 18 zusammen. So, ich schreibe eben wieder auf und dann geht es gleich weiter. Da hat die Kupplung nicht auseinandergekuppelt. Und wie wir sehen, will der Wagen nicht laufen. Dann schummeln wir jetzt einmal, der muss erst geölt werden. Und weiter geht's. So, jetzt werden Sie wahrscheinlich wieder viele fragen, was habe ich jetzt gemacht? Aber kein Problem, das erklären wir mal eben schnell. Und zwar habe ich jetzt Osterhammer, was wir eben grob sortiert haben, nochmal fein sortiert. Das heißt, in Gleis 17 steht schon mal die Gruppe 1. In Gleis 18 steht die Gruppe 4. Die Gruppe 3 gibt es heute nicht. Und in 19 steht die Gruppe 2.
Das heißt also, ich fahre jetzt nach 18, nehme die 4 auf, fahre nach 19, nehme die 2 auf und komplettiere alles in 17. Ja, damit ist die Gruppenbildung Osterhammer fertig. Nun geht es nach 33 und wir werden uns Köppinghausen zur Brust nehmen. Der Zug muss genau andersrum gruppiert werden. Das heißt also, Gruppe 1 steht hier zum Berg hin, weil dieser Zug geht nämlich Richtung Norden raus. Während Osterhammer Richtung Süden rausgeht. Ja, dann schreibe ich mal eben wieder auf und gleich geht's weiter.
So, als letztes müssen wir noch einen Wagen aussetzen. Liebe Mover-Freunde, so kann man halt auch Betrieb machen, wenn man sich ein Grundprinzip ausdenkt, hat man viel zu tun, man muss auch wirklich viel überlegen dabei, so wie es eigentlich wirklich auf der Arbeit auch ist. Aber es macht dennoch Spaß, ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.